Aber wie sieht es jetzt momentan genau mit den Corona-Regeln aus? Was müssen Schüler und Lehrer beachten? Und ich habe hier wirklich einen Spezialisten da, Anton Polivka. Er ist Lehrervertreter vom Team Salve in Salzburg. Herr Polivka, Sie sind selber Lehrer. Erklären Sie mal ganz kurz, was müssen die Lehrer beachten? Was müssen die Schüler beachten? Ja, grundsätzlich ist heute mal ein wirklich großer Tag und es geht nicht ganz ohne Regeln ab. Wir haben jetzt die ersten 3 Wochen einmal eine Sicherheitsphase. In dieser Sicherheitsphase werden alle Personen, die an der Schule sind, 3-mal pro Woche getestet. Wobei neu für uns dazu kommt im Westen, dass ein PCR-Test dabei ist, ein Gurgel- oder Spültest, wie man so schön sagt. Da haben wir eigentlich noch überhaupt keine Erfahrung. Bin schon gespannt, wie das funktionieren wird. Anfangs ist es meistens ein Chaos. Wir wissen schon von auch Wiener Kollegen, die uns gesagt haben, es ist oft ein Problem für gerade junge, kleine Schüler, das Röhrchen zu treffen, dann spritzt die Gurgellösung irgendwo hin. Also da wird schon einiges auf uns zukommen, aber wir sind guter Dinge, dass wir das meistern werden. Und nach dieser 3-wöchigen Phase beginnt dann ein 3-Stufen-Plan, also 3 Risikostufen gibt es dann in der Schule. Das ist so ähnlich wie die Schulampel, man hat es halt anders genannt. Erste Stufe ist ein geringes Risiko, die 3. Stufe wäre ein hohes Risiko. Und damit verbunden sind dann verschiedene Maßnahmen. Was passiert, wenn diese Risikostufe auf ganz streng, also auf hochgefährlich eingestuft wird? Wird dann die Schule gesperrt oder weiß man da schon etwas? Nein, noch nicht. Also das ist eben die 3. Risikostufe. Dort findet die Maske wieder Einzug im Volksschul- und Mittelschulbereich. Außerhalb der Klassenräume im höheren Schulbereich müssen die Schüler dann auch während des Unterrichts Maske tragen. Und die Testungen werden dann auch forciert. Also es ist nicht mehr freiwillig für die Schüler, sich testen zu lassen. Das wäre in der untersten Risikostufe. Ist es freiwillig, dann müssen die Ungeimpften testen. Die Geimpften müssen sich nicht testen. Das ist auch ein gewisser Kritikpunkt von mir, weil wir schon glauben, und das wissen wir ja auch, dass auch Geimpfte die Krankheit weitertragen können. Und da haben wir in Wirklichkeit dann einen großen blinden Fleck auf dem Auge. Also ich halte die Covid-Verordnung, so wie sie jetzt ist, ein bisschen ja, für eine Fehlentwicklung. Denn man schaut nur, dass man die Impfzahlen nach oben bringt, die bei uns Lehrern, sage ich mal, sehr hoch ist. Also ich glaube nicht, dass man da noch viel Sprünge nach oben machen kann. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Kollegen, die sich nicht impfen lassen, haben Gründe dafür. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Das sind aber nicht viele. Das muss man auch dazu sagen. Also wir haben eine sehr hohe Durchimpfung. Hinzu kommt, dass für Lehrer ein PCR-Test außerhalb einmal pro Woche gemacht werden muss. Auch das halte ich für völlig überbordend, diese Maßnahme. Da werden viele Kilometer gefahren. Das kostet dem Steuerzahler Tausende von Euro, weil da muss natürlich jeder Fahrtweg bezahlt werden. Auch wenn Kosten dann für den PCR-Test anfallen, müssen die vom Staat getragen werden. Ich halte diese Maßnahme als absolut überbordend. Denn es sind die gleichen Tests dann, die der Lehrer mit den Schülern machen muss, aber er selbst darf nicht mit testen. Das halte ich für, gelinde gesagt, einen Schwachsinn. Absolut, das klingt auch wirklich nicht verständlich. Aber Herr Polivka, wie sieht es momentan aus? Maskenpflicht in den Schulen, wer muss Masken tragen? Volksschüler, AHS bzw. Berufsbildende höhere Schulen, was weiß man da? Wie schaut das genau aus? Das ist ja in Österreich noch immer ein Chaos. Naja, derzeit in der Sicherheitsphase gilt die Maskenpflicht in den Gängen. Im Klassenraum ist dann die Maske nicht mehr zu tragen. Das halte ich für sehr positiv, denn es ist doch sehr anstrengend. Gerade je kleiner die Schüler sind, braucht man diese Maske dann nicht mehr. Und dann nach diesen 3 Wochen geht es wirklich nach der Risikostufe abhängig, die ein bisschen gekoppelt ist an der Hospitalisierungszahl und auch Abwassertests werden gemacht. Wie genau, dürfen Sie mich nicht fragen, wie die an diese Risikozahl kommen, aber das soll auch regional unterschiedlich sein. Ziel dieser Maßnahmen soll es sein, dass die Schulen offen bleiben können und das halte ich für ganz, ganz wichtig in diesem Schuljahr, dass wir keine flächendeckenden Schulsperrungen mehr haben, sondern nur mehr im Ausnahmefall, wenn wirklich ja, kein Unterricht mehr möglich ist, weil wir keine Lehrer mehr haben, weil alle erkrankt wären. Das hoffe ich denn doch nicht, dass es so dramatisch wird.
Ja, das hofft natürlich niemand, dass es dramatisch wird. Man hofft natürlich, dass die Zahlen weiter sinken und nicht wie in den letzten Wochen wieder steigen. Und natürlich besonders die Schüler und Eltern hoffen natürlich, dass der Schulbetrieb einigermaßen reibungslos in den nächsten Monaten dann wieder vonstatten geht. Soweit hier aus der Gemeinde Wald-Sitzenheim in Salzburg. Zurück ins Studio nach Wien.